In diesem Video zeige ich euch, mit welchen Tipps und Methoden ihr eure Zeit als Freelancer besser im Griff habt. Die Zeit verweilt lange genug für denjenigen, der sie nutzen will. Mit diesem Zitat von Leonardo da Vinci möchte ich euch eine andere Perspektive auf das Thema Zeit geben. Denn mal ehrlich, diese Sprüche von Zeit ist Geld und die Zeit rinnt uns wie Sand durch die Finger, die helfen eigentlich niemandem weiter. Wenn euer Freelancing-Business nicht so richtig vorangeht, dann liegt es nicht daran, dass ihr zu wenig Zeit habt, sondern dass euer Zeitmanagement, sagen wir mal, ein bisschen ausbaufähig ist. Wie ihr dieses Thema Zeit und Zeitmanagement ein für alle Mal in den Griff bekommt, welches Tool euch wirklich dabei hilft und was dieser kleine Kerl damit zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Untersuchungen haben ergeben, dass unser Zeitempfinden subjektiv ist. Das könnt ihr auch selbst an euch überprüfen, wenn ihr euch mal an die letzte Situation erinnert, in der ihr jede Menge Stress hattet, ihr hattet viele Aufgaben zu meistern und eine Deadline stand eventuell kurz bevor, dann wird euch die Zeit wahrscheinlich sehr, sehr knapp vorgekommen sein, als wenn sie euch durch die Finger rinnt. Umgekehrt, denkt zurück an das letzte Mal, als ihr im überfüllten Wartezimmer des Arztes gesessen habt oder auf einen Zug gewartet habt, der sich verspätet hat. Und da wird es euch einfach so vorgekommen sein, als wenn die Zeiger eurer Uhr ja beinahe stehen bleiben. Für Variante 2 kann ich empfehlen, nehmt euch ein gutes Buch mit oder surft im Netz. Für Variante 1 habe ich aber auch eine ziemlich coole Lösung und die hat mit diesem kleinen Kerl, den ihr inzwischen ja schon kennt, zu tun. Und bevor ihr jetzt denkt, ja, der Brückner hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, lasst mich euch bitte kurz diese geniale, wirklich sehr effektive Methode vorstellen, die den Titel Eat That Frog trägt. Erfinder dieser Methode ist der US-amerikanische Unternehmer Brian Tracy. Tracy hat auch ein Buch dazu geschrieben, aber eigentlich geht es bei Eat That Frog nur um eine einzige Sache, nämlich, dass ihr mit der schwierigsten Aufgabe zuerst beginnt. Das heißt, wenn ihr morgens aufsteht und ihr seid im Arbeitsmodus, dann knöpft ihr euch das Unangenehmste zuerst vor, beispielsweise die Steuererklärung zu machen, eine E-Mail zu schreiben an einen Kunden, der vielleicht ein bisschen schwierig ist. Einfach das, ja, was euch am meisten auf der Brust liegt und was ihr eigentlich am liebsten nach hinten schieben würdet. Nur das macht ihr jetzt nicht mehr, sondern ihr sagt, nein, ich packe es aktiv an und ihr fangt mit dem Schwierigsten an. Das nennt sich im US-amerikanischen sprichwörtlich Eat That Frog, daher der etwas seltsame Titel der Methode. Und wisst ihr, was dann passiert? Ihr werdet euch im Laufe des Tages immer freier und leichter fühlen. Und es ist ja auch klar, weil ihr fangt mit dem Schwierigsten und oder Unangenehmsten zuerst an, dann nehmt ihr das Zweitschwierigste, das Drittschwierigste und irgendwann werden im Laufe der Zeit, und es passiert meistens ziemlich schnell, weil so viele unangenehme Aufgaben haben wir in der Regel gar nicht, wie wir manchmal denken, ja, und es wird leichter. Ihr werdet dann spätestens mittags eine Entspannung bemerken, ihr habt dann wirklich das Drängendste erledigt und dann werdet ihr nach und nach in einen Entspannungsmodus kommen und euch vielleicht sogar auf die Aufgaben freuen, die dann bevorstehen, weil die leichter sind und damit zufrieden in den Feierabend gehen. Das ist die Eat That Frog Methode und die ist an und für sich schon echt sehr effektiv, wenn ihr die täglich praktiziert. Aber ich habe euch ja zum Anfang auch ein Tool versprochen und daran halte ich mich natürlich. Und dieses Tool heißt TimeLock. Es ist eine sehr simple Web-App. Ihr braucht nichts zu installieren. Die App ist in der Basisversion kostenlos. Wir gehen jetzt zu mir an den Computer und da zeige ich euch, wie einfach TimeLock funktioniert. Wir sehen uns jetzt mal TimeLock genauer an. Diese Web-App ist wirklich sehr einfach und selbsterklärend. Dazu geben wir bei Google einfach TimeLock ein. Und Achtung, jetzt gibt es zwei verschiedene Apps. Einmal die timelock-app.com. Das ist die, die wir haben wollen. Das ist die schlanke Web-Applikation. Und dann gibt es noch eine Software, die ist erreichbar unter timelock.com. Das einfach nicht verwechseln. So, wir bleiben auf timelock-app.com und landen gleich auf dem Bildschirm. Ihr seht, hier ist alles total clean gehalten. Wir klicken, um TimeLock zu starten, einfach auf eine x-beliebige Stelle des Bildschirms und schon verwandelt sich der Bildschirm in einen roten Hintergrund. Das bedeutet, dass der Timer läuft. Wir können auch den Browser sogar schließen, um weiter in Ruhe arbeiten zu können und unseren Aufgaben zuwenden zu können. Und der Timer läuft trotzdem weiter. Wenn wir den Timer anhalten wollen, weil wir unsere Aufgabe beendet haben,
klicken wir wieder an eine x-beliebige Stelle und schon haben wir den Log gespeichert. Achtung, auch hier wieder Vorsicht geboten, keine Fehler machen. Der Log ist nur gespeichert als Cookie. Wenn ihr eure Cookies im Browser löscht, ist der Log weg. Kommen wir aber gleich dazu, wie man den sichern kann. Erstmal gebe ich ein, die Tätigkeit hat beispielsweise so und so lange gedauert. Hier kann ich die Tätigkeit eintragen, schreiben oder Blogartikel verfasst. Und klicke auf Beschreibung hinzufügen. Jetzt ist mein Log scheinbar nur verschwunden. Die sind aber hier alle gespeichert. Wir klicken oben rechts auf das Menüsymbol, gehen auf meine Logs. Und da sehen wir, ich habe auch bereits vorher einen anderen Log verfasst, das Schreiben. Und hier ist unser Blogartikel verfasst Log. Wie gesagt, das sind jetzt Cookies, die gespeichert werden. Damit diese Logs nicht verloren gehen, können wir ein Projekt anlegen. Und hierfür müssen wir einen Basis-Account einrichten, der ist kostenlos für bis zu 3 Projekte. Und dann können wir unsere Logs auch bequem in unser Postfach bekommen und gleichzeitig in Projekten gliedern. Ja, so einfach funktioniert die TimeLog-App. Ich höre schon die Skeptiker unter euch sagen, ja, aber ich kann noch nicht den ganzen Tag planen, wie ich lustig bin. Und dieser Einwand ist auch total okay. Schaut aber mal genauer hin. Seid ihr wirklich den ganzen Tag über fremdbestimmt? Ich glaube nicht. Nehmt euch das Beispiel E-Mail. Ihr müsst Kunden-E-Mails nicht sofort beantworten. Es gilt das ungeschriebene Gesetz im Geschäftsleben, dass ihr bis zu 24 Stunden Zeit dafür habt. Ihr müsst also nicht 20 Mal am Tag in Outlook nachsehen. Es reicht ein einziges Mal und ihr beantwortet die E-Mails gebündelt. Genauso könnt ihr auch Kunden feste Zeiten eurer Erreichbarkeit mitteilen, sodass ihr nicht in bestimmten Workflows gestört werdet. Ihr seht also, ihr habt weitaus mehr Spielraum, als ihr vielleicht glaubt. Das war der Tooltip im Freelancer Spotlight zum Thema Zeitmanagement. Ich hoffe, er hat euch geholfen. Wenn ihr keinen Tooltip mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch die Social Media Kanäle von trusted.de. Auch noch den Newsletter am besten mitnehmen. Da werdet ihr immer versorgt mit frischen, spannenden Infos aus der Branche. Mir bleibt noch zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit und ran an den Frosch und viel Erfolg.